Ja, hallo, wir sind heute hier in Augsburg und haben heute mit dem Ari Huber, einem Qigong-Meister, einem Qigong-Guru trainiert, einmal mit XCO, mit dem 11 Weeks Life Change Programm. Ari, wir kennen uns jetzt schon länger, du hast jetzt das erste Mal mit denen trainiert und wir merken ja selber an den Handflächen, wie das Lebens-Qi hochfährt. Und du hast mir vorher was Fantastisches erzählt, was da passiert mit dem Qi und wie das wirkt. Ja, das Qi wird impliziert eben über die drei Energiezentren, die Chinesen nennen das Dantian, dann eben das zweite Dantian, mehr der emotionale Bereich und hier das Mindset. Und all auf den ganzen Meridianbahnen wird das Qi impliziert, weil Qi ist der feinstoffliche Anteil in unserem Körper und Qi zieht Sauerstoff und Qi zieht dann Blut. Also Qi ist der Zugführer des Sauerstoffs, Sauerstoff zieht das Blut und deswegen können die engsten Kapillargefäße, die engsten Zellen erreicht werden, zum Beispiel im Qigong oder mit solchen Möglichkeiten, um dann den kompletten Qi-Fluss zu implementieren und natürlich die Durchblutung und das ist lebensnotwendig. Genau, und ich glaube, das ist ja auch nämlich extrem notwendig, dass wir die Blutfließfähigkeit haben, damit wir die Zelle erreichen, auch für die Nährstoffe, egal in welcher Form wir das zu uns nehmen. Ne? Und wenn wir unsere Hände jetzt anschauen, stellen wir fest, das sind weiße Flecken, das ist ein Kribbeln, das ist ein Poldern. Und das ist das Zeichen dafür, dass das Qi an den Zellen andockt und versucht, irgendwelche kleinsten Mikroblockaden zu öffnen. Und das spüren wir in der Materie als Kribbeln, als Wärme, als Kitzeln vielleicht. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, aha, da macht einer gerade die Türe auf, Sauerstoff rein, Blut rein, Nährstoffe rein und das Ganze wieder zurück. Es wäre eigentlich jetzt optimal, nach so einem Training gleich irgendwas Nährstoffreiches, Vitalstoffe oder irgendwas zu sich nehmen. Auf jeden Fall. Ja, klar, von Obst, Gemüse oder dergleichen. Wir verbrauchen ja durch diesen Qi-Lauf eminent Mineralien, Kalium, Calcium, Magnesium, diese Dinge. Und darum ist es schon natürlich notwendig, sich optimal zu ernähren, wie auch immer, entweder über Ergänzungen oder eben über ganz normale konventionelle Ernährung. Ja, aber das ist für uns, glaube ich, alle wichtige Information, dass es gleich nach dem Training, eben wenn es fließt und so richtig schön zur Zelle geht, dass dann die Nährstoffe richtig schön effektiver sind. Viel trinken ist auch wieder wichtig. Und dann eben die Nährstoffe rein und dann, gibt es kein Halten mehr. Volle Power. Ja, liebe Leute, Ari Huber, absoluter wirklich Profispezialist und ich bin uns eigentlich dankbar, dass er unser Freund ist. Und das ist, glaube ich, sicher wichtige Information für euch. Alles Liebe, ciao aus Augsburg. Ciao.